Moin Moin und willkommen zurück auf dem Seacross-Kanal. Mein Name ist Maracha und hier gibt's ein Replay von der Dunkirk. Aus einem Zufallsgefecht, vor kurzem gefahren, der Kraken wurde freigelassen in einem Tier-8-Gefecht. Ich denke, oder ich dachte mir, ich zeige euch das mal. War ganz spannend. Den Kirk, ihr wisstet alle, ist ja ein spezielles Schiff. Bloß keine Breitseite zeigen, das kann ganz schnell tödlich sein. Aber wenn man diese Sache beachtet, dann kann man damit ganz viel Spaß haben. Also seitdem ich sie habe, habe ich damit wirklich sehr, sehr viele Gefechte überlebt, sehr, 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 sehr viele Gefechte gewonnen. Ich glaube, in den gewerteten Gefechten eine Siegquote von 80%, wie auch immer, das ist für mich jetzt nicht unbedingt das Ausschlaggebende, aber ich fühle mich einfach wohl mit dem Dampfer. Und hatte ich ja euch auch schon mal in einem Replay mit dem gewerteten Gefecht vor kurzem gezeigt. Und die Klickzahlen, die waren schon gar nicht so schlecht sozusagen. Also das Video muss euch gefallen haben. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur ersten Stellung, wo wir uns da sozusagen positionieren werden. Da kommt schon mal eine Leander runter. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch ganz bewusst noch nicht geschossen. Aufgrund meiner Schiffslage, Breitseite zum Gegner, eine andere Dunkirk wartet da oben, auch wenn sie vielleicht noch nicht oder sicher noch nicht in Schussreichweite ist. Aber ich muss nicht meine Position verraten. Die ist eh schon groß genug mit einem Aufdeckradius von 16,4 Kilometer. Ich habe sie jetzt vor kurzem erst umgeskillt. Das Video ist noch davor entstanden hier. Und hab den französischen Kapitän von dem Zerstörer runtergenommen, auch wenn ich den nur 2 Wochen habe, den Kapitän, aber man verdient halt freie Kapitäns-EP. Und habe den dann ein bisschen umgebaut und damit kann man dann auch die Sichtbarkeit des Schiffes ein bisschen reduzieren. Und gerade in gewerteten Gefechten zum Beispiel hilft das unheimlich, wenn man einen sehr gut ausgebildeten Kapitän hat. Aber gut, so viel dazu. Die Leander hat wahrscheinlich vergessen, ihren Nebel anzumachen. Die weiß nicht, dass sie ein Nebelschiff ist, offensichtlich. Das war nicht so clever. So, AP auf die Dunkirk, die in Richtung Breitseite fährt. Das war vielleicht sogar ein bisschen übereifrig. Ja, ein bisschen schade ist aber rausgekommen. Aber nicht so massiv viel wie möglich gewesen wäre, wenn ich ein paar Sekunden später geschossen hätte. Ich schalte jetzt um auf AE, weil ich jetzt eigentlich davon ausgehe, dass ich eher Schiffe haben werde, die mir nicht die Breitseite zeigen. Die Dunkirk macht trotz alledem immer noch. War jetzt nicht unbedingt zu erwarten für mich später. Ich hatte ja quasi geschossen, als sie in der Wende war und hatte davor schon HE ausgewählt. Darum ist es jetzt halt nicht mehr änderbar und die la lange Nachladezeit oder Geschossänderungszeit mir einfach zu lang und dann wechsle ich lieber erst bei der nächsten Salve. In den meisten Fällen ist das einfach sinnvoller, aus meiner Sicht. So, wir passen uns jetzt langsam vor, sind hier quasi so ein bisschen fast die Speerspitze der Flotte. Aber das kann die Dunkirk durchaus sein. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Ich hatte mir zwar ein paar Replay-Videos angeguckt, wo es eher hieß, man sollte sich zurückhalten. Aber ich habe persönlich schon Erfahrung gesammelt, wenn man vernünftig spitz zum Gegner steht, dann kann auch eine Bismarck oder eine Tirpitz nicht so viel Schaden durchjagen. Und wie gesagt, wenn man dann vorne steht, können die Verbündeten gut nachrücken, wenn sie es denn tun. In dem Gefecht hier tun sie es. Können mit zusetzen. Und wenn man dann selber so ein bisschen den Rückwärtsgang reinnimmt, dann verschwindet man so für den Gegner auch wieder in der Masse. Und das ist eigentlich. Also, ich persönlich habe so schon sehr, sehr viele positive Erfahrungen gesammelt. Und das macht schon eine Menge Spaß, die Dunkirk so zu fahren. Hier sieht man die Dunkirk mal im Profil vom Gegner. Aber ich kann nicht schießen, weil der Berg ja im Weg ist. Sieht man ja unten in der Anzeige. Und ich warte jetzt eigentlich die ganze Zeit darauf, dass die Berganzeige verschwindet. Aber. Das war ein bisschen zu optimistisch.
leider ein bisschen daneben gegangen, der ganze Kram. Ja, Position erstmal erreicht, die werden wir jetzt im Moment halten. Hier wird jetzt ein Teil des Gefechts stattfinden. Gibt mir Gelegenheit, nochmal auf die World of Warships European Community hinzuweisen. Das ist eine neue Facebook-Gruppe, die quasi das Ziel hat, den europäischen Server sozusagen so ein bisschen, naja, nachzubilden, ist jetzt doof ausgedrückt, aber darzustellen so ein Stück weit. Vielerlei Nationen in einer Gruppe zusammen. Wir haben ja schon einige Facebook-Gruppen, die rein national, ja, national zusammengesetzt sind und einige ganz globalen gleich, aber europäischer gab es bis jetzt nicht so. Und das soll diese Gruppe halt darstellen. Wenn ihr Interesse habt, würde uns das sicherlich freuen, weil wir als Seacrowds das natürlich auch unterstützen, das Projekt. Und ja, bewerbt euch einfach, werdet da wahrscheinlich angenommen und dann können wir auf unserem EU-Server-Bereich hier uns austauschen. So. Ja, die Dunkirk vom Gegner hat inzwischen so ihre Position ein bisschen verbessert. Da kommt von links jetzt ein Zerstörer rein, der ihr so ein bisschen helfen möchte. Ich selber habe bis jetzt kaum Schaden gefressen, jetzt ein bisschen mehr, aber das ist ja nicht so schlimm. Ich habe sie nochmal angezündet, in dem Moment, wo der Nebel quasi davor lag. Und guck jetzt, was ich als nächstes mache. Ich glaube, ich gehe auf die Bayern. Wenn ich die ja eh da fertig habe, das ist ja auch. Da versuchen wir mal die Bayern gleich anzuzünden. Und das ist ja bei der Dunkirk auch eine Spezialität. Ja, die hat mit der Skillung, die ich sie jetzt habe, 37% Brandwahrscheinlichkeit mit ihren Granaten. Eine relativ gute Nachladezeit, selbst wenn man, vor allen Dingen, wenn man sie schon, wenn man leicht beschädigt. Also ich habe Adrenalin auch schon mit drauf geskillt und dann rotzt man hier auch alle, also schnell mal alle 20 Sekunden schon die Mumpeln raus. Mit der entsprechenden Brandwahrscheinlichkeit ist das natürlich schon geil. Und da kuschelt eine North Carolina sich durch so ein bisschen und ist vollkommen offen. Gibt kaum einen Gegner, der ihr da zu Leibe rückt, außer die Tierpits unten bei unserer Basis. Da schießen wir mal mit drauf. Die brennt schon lustig, vielleicht brennt sie gleich nochmal mehr. So, langsam aber sicher fahren wir jetzt in Richtung der feindlichen Basis. Die Dunkirk lebt immer noch. In 8 Sekunden wohl nicht mehr. Ne, sogar früher nicht mehr. Hab hier auch ein bisschen Glück, da ich halt nicht groß anvisiert werde von irgendwelchen anderen Schlachtschiffen. Aktuell gibt es ja so eine geile Mission, mit der da kann man sich so eine spezielle Dunkirk-Lackierung holen, die so komplett in Schwarz gehalten ist mit der französischen Flagge. Wenn ich da nochmal ein schönes Gefecht habe, ich habe die inzwischen mir erfahren, die ist so hammergeil, die macht die Dunkirk nochmal, ist so, als man Auto folieren lässt, das ist wirklich cool. Kann ich mir gar nicht satt von sehen. Ja, auf jeden Fall kann ich die nur empfehlen, wenn ihr die Mission noch nicht erfüllt habt, dann erfüllt sie. Ich glaube, die geht bis 10. August, bin ich der Meinung. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß. Wenn nicht, schreib es einfach unten in die Kommentare rein, wenn das jetzt doch ein anderes Datum ist. Auf jeden Fall lohnt sie sich. Macht auf jeden Fall eine ganze Menge Laune. Die Vergünstigung, die man mit der Lackierung bekommt, ist halt gleich wie mit der Standardlackierung von dem Premium-Schiff. Ich glaube 50% Erfahrung und dann halt die Streuung ein bisschen größer und die Sichtbarkeit ein bisschen kleiner. So, jetzt sind wir einmal im Kreis gefahren und entschließen uns dann jetzt doch mal ein bisschen in Richtung Gegner weiter vorzufahren. Nachdem sie sich größtenteils schon zurückgezogen haben, da ist nur noch ein Zerstörer vorne.
Atlanta, die wohl AFK ist. Ein dankbares Brennziel für Feuer. So, im Moment habe ich nur die Bismarck bei mir auf der Seite, die jetzt gerade platt geht. Nehmen so ein bisschen die Geschwindigkeit raus. Weil wenn ich jetzt zu weit nach vorne fahre, dann kriege ich sicherlich das Feuer von Bayern, Dunkirk, Tirpitz und so weiter zu spüren. Bin entdeckt, aber die schießen gar nicht auf mich. Ich glaube, hier war vom Vorfahren. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich so einen Scheiß gemacht habe hier. Gut, die Tierpitz brennt schon ordentlich, wie man das eben schon sehen konnte. Unser Team rückt über unsere Basis quasi vor. Der Zerstörer konnte den Druck nicht abwarten und hat schon mal zu früh getorbt. Und jetzt konnte man mal sehen, was das bedeutet, wenn man Breitseite zeigt. 6000 Schaden ist jetzt noch nicht massiv, aber das ist schon nicht zu verachten. Viel davon verträgt die Dunkirk nicht. So, nebenbei betrachtet, 44.000 Damage haben wir zusammen. Wird nochmal gewendet. Der Arsch ist zwar prinzipiell verwundbarer als die Spitze, aber nur den Arsch zum Gegner zeigen ist auch gar nicht so schlecht. Also besser immer noch als Breitseite. Kannst halt bloß nicht schießen mit der Dunkirk. So. Jetzt bewegt sich die Bayern hier hoch und die Dunkirk ist auch noch da. Eine Mogami, die nicht aufgedeckt ist. Und irgendwo muss der Flugzeugträger noch rumstehen. So, jetzt ist die Mogami aufgedeckt. Jetzt sind die kompletten Gegner, die beide Schlachtschiffe. Ein Kreuzer, ein Zerstörer sind aufgedeckt. Der Flugzeugträger wird wahrscheinlich hinten bei der Dunkirk irgendwo rumstehen, denke ich mir mal. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt eigentlich damit gerechnet, dass sich die Gegner hier alle auf mich konzentrieren, weil dann hätte ich das wahrscheinlich nicht so einfach überlebt. Aber konnte dann doch ganz gut Schaden austeilen und selber musste kaum was einstecken. Ehrlich gesagt bin ich mit in den Kampf reingegangen und habe mir so gedacht, okay, hier Bills Bismarck dabei und so weiter, muss man schon ziemlich defensiv fahren, damit man hier noch was holen kann. Zumindest war das meine Erwartung, aber hat ganz gut funktioniert. Gut, bin ja ein bisschen defensiver gefahren, aber ja, wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass da so ein Kampf bei rauskommt. Nicht unbedingt erwartet. So, Mogami fährt los. Im richtigen Moment die AP-Granaten abgefeuert. Da kommt die Zitadelle und vernichtender Schlag. Zeige der Dunkirk keine Breitseite mit dem Kreuzer. Und die Bayern kann jetzt gerade nicht auf mich wirken und oben ist noch eine Hatsuaru in der Base. Die wollen unbedingt die Base protecten. Logisch. Kriegt die Bayern erstmal was eingeschenkt. Einmal 8-5. Und da die Dunkirk nicht auf mich schießt, zeige ich jetzt nur die Spitze zur Bayern, um den Schaden auf mich zu verringern.
Die Beine steht fast und zeigt mir auch Breitseite. Jetzt will sie wahrscheinlich ein bisschen korrigieren, aber bis sie losfährt, dauert das immer ein bisschen. Gibt es einmal nochmal AP von der Seite, so halb von der Seite. Und das war nochmal 3-1. Da wäre jetzt vielleicht cleverer gewesen, vorher schon auf HE umzuschalten. Einmal kurz gucken, wo wir hinfahren. Oh, und die Beine repariert sich. Und ist jetzt Geschichte, nachdem ich ja glücklicherweise nicht auf AP umgeschaltet hatte, weil sie dann durchgedreht ist sozusagen. Und zeigt sie mir weiter Breitseite. Das war natürlich dann ganz cool. Was haltet ihr eigentlich von dieser neuen Idee von Wargaming? Fällt mir gerade ein. Die neue Idee von Wargaming ist, dass Nebel schneller verschwindet, wenn man aus Nebel schießt. Ich persönlich bin hin und her gerissen, weil auf der einen Seite kann ich das schon verstehen. Kann ich das nachvollziehen. In der Realität ist das ja wahrscheinlich auch eher so, dass Nebel schneller verschwindet, wenn man daraus schießt, sozusagen durch das Mündungsfeuer, die Mündungsgeschwindigkeit und so weiter, dass sich das dann noch ein bisschen schneller verflüchtigt. Viele technisch weiß ich nicht. Ich nutze ganz gerne Nebel. Wenn ihr meine vorherige Replay schon gesehen habt, dann ja, nutze ich halt die Technologien der Briten sehr gerne. Und ja, hab heute erst gelesen, dass es wohl für Patch 0.69 wohl nicht kommt. Aber es ist nicht komplett vom Tisch, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Würde mich mal interessieren, wie eure Meinung so ist. So, wir haben jetzt bei unserer Seite nur noch die Tierpits im Rennen und mich. Und den Flugzeugträger. Der Flugzeugträger hält schön die Hatsuaro offen. Klasse gemacht. Und ich fahre jetzt im Moment volle Kraft. Die Torpedos sind schon aufgedeckt. Hervorragend. Macht der Flugzeugträger wirklich gut. Gibt es noch. Ja, habe ich sogar noch hingeschrieben. Tierpits Torps. Im richtigen Moment abgepasst, wo sie da abdrehte sozusagen, dass sie da ein bisschen Geschwindigkeit verliert und so. Und dann halt draufgeballert. Sah optisch jetzt nicht so aus, ob ich sie treffen würde. Wurde aber vom Server halt irgendwie so gewertet. Wahrscheinlich lag das an meinem Zeitversatz, an der Latenz. Dem Zeitpunkt. Oh, und jetzt heißt es noch die Dunkirk abfackeln. Weil ich sehr, sehr gerne mache. Und den Kampf zu Ende bringen. Ich stehe jetzt in der Basis, erober die Basis nebenbei. Auf mich wird nicht geschossen. Ich bin natürlich voll entdeckt. Und zünd die dann Kirk jetzt auch nochmal an. Und die brustet jetzt runter. Die können ihre Beiboote zu Wasser lassen und sich retten. Die Kollegen. Und das war der Kampf mit Dunkirk in der 8. Runde. Ich denke, war ganz cool zu sehen, wie man sie fahren sollte und auch wie man sie nicht fahren sollte. Zwei, dreimal war ja dann doch die Breitseite zum Gegner. Da hatte ich einfach ein bisschen mehr Glück, dass da nichts Schlimmeres bei passiert ist. Ja, wie gesagt, vielen herzlichen Dank für Zusehen bis hierher. Ich hoffe, euch gefallen unsere Sequels Replays und auch unsere Livestreams, die wir teilweise machen. Und ist manchmal auch nicht immer so ganz einfach, das alles unter einen Hut zu bekommen mit Berufsleben und Stream und so weiter. Ich mache das ganz gerne, auch mit dem Videoarbeitsprogramm so ein bisschen hier rumfummeln und so. Eine tolle Sache. Gibt da sicherlich noch einiges an Verbesserungspotenzial, klar, wie immer. Besser werden wir durch euch. Lasst uns Kommentare da. Sagt uns,
was besser sein könnte, wo ihr meint, das ist schon richtig gut oder das gefällt euch. Wie gesagt, ich sage einfach vielen, vielen herzlichen Dank für Zuschauen, für das Abonnieren, für Daumen nach oben. Das hilft immer eine ganze Menge. Und jetzt sehen wir uns hier noch die Abschlussscreens an. Am Ende waren es 116.000 Damage. Platz 1 mit einem 6er Schiff in einem 8er Gefecht. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, und dann sagt das Secrets Team Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Maracha. Ciao, ciao.